Unsere Nummer 1, Patrick Pence, meldet sich aus dem Trainingslager in Lara, wo er sich sichtlich wohlfühlt. Ja, es ist cool, es ist sehr privat für uns. Wir haben einen eigenen Stock für uns bekommen, die Zimmer sind super, die Bedingungen sind ein Traum. Es ist alles sehr exklusiv für uns gestaltet worden mit unserem Aufwärmraum, mit der Wäsche, Lobby, haben wir einen eigenen Bereich bekommen, sowas. Und das ist natürlich die Maskenpflicht, was uns auch, oder für uns auch sehr wichtig ist in der Zeit, dass wir alle richtig trainieren können und gesund wieder heimkommen. Im jungen Austria-Kader zählt Patrick Pence mit seinen 142 Spielen für Austria Wien schon zu den Routiniers. Ja, ich glaube, wenn ich mir die jungen Spieler anschaue, die jetzt bei uns dabei sind, ist das wirklich faszinierend, wie unbekümmert die wirklich agieren im Training. Finde ich wirklich cool, also kein Zitterfuß oder irgendwas, die machen einfach ein Ding, sagen was drauf haben und probieren einfach eine Chance zum Nutzen bei uns. Und die Chance, was man, glaube ich, jetzt hat bei so einem Mega-Verein, wird man nicht mehr so schnell kriegen wieder, glaube ich, in Zukunft. Ja, die Austria hat es jetzt so probiert und man hat einfach gesehen, dass man wirklich coole junge Spieler im eigenen Stall hat. Und ja, ich sage, vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt perfekt gewesen, einfach zu sehen, dass die Akademie wirklich richtige Früchte trägt und dass man da die jungen Spieler einmal aufverzieren kann und ihnen ein bisschen Vertrauen schenkt, dann entwickeln sie sich und können vielleicht noch sehr wertvoll für den Verein werden, indem man ja Geld mit ihnen lukriert. Dem aktuell eingeschlagenen Weg der Austria kann Patrick Pence viel Positives abgewinnen. Ja, ich glaube, wie es auch der Herr Präsident schon mal, glaube ich, in einem Interview betont hat, dass du einfach viele alte Ex-Spieler in den Club mit einbeziehst, sei es Michael Madl, Florian Mader, der Orti, Sportdirektor in einer Führungsrolle, ist natürlich ja, brutal cool, dass du alte Spieler mit einer holst, weil du einfach siehst, dass die Austria den Austria-Weg gehen will und sagt, hey, wir holen uns wirklich echte Austrianer mit violettem Blut im Verein, weil die wissen, wie man den Verein oder wie man über den Verein denkt und wie man den Verein vorleben muss. Und das, glaube ich, ist eine super Richtung, die man da eingeschlagen hat. Und mit violetten Ex-Spielern, glaube ich, kann es eigentlich nur mit der Austria-DNA weitergehen dann. Wie es für Patrick Pence selbst ab Sommer weitergeht, ist weiter offen. Sein Vertrag bei der Austria läuft aus. Was man dazu sagen kann, das, was ich schon oft betont habe, ist einfach jetzt 142 Spiele, was du gerade aufgezählt hast. Ja, das ist schon sehr viel, was ich der Austria zu verdanken habe. Und mein erster Ansprechpartner sind es natürlich, aber man wird schauen, wie das jetzt weitergeht. Dann sage ich Februar, März einmal. Jetzt ist zum Glück der Investorendeal abgeschlossen worden. Und das sichert schon mal eine gute Zukunft für die Austria. Und alles, was weiter passieren wird, wird man dann sehen. Seit Saisonbeginn hat Patrick Pence mit Udo Siebenhandel einen neuen Torhüter-Trainer. Die Zusammenarbeit läuft gut. Ja, der Udo, glaube ich, ist ein sehr, sehr offener Typ, was jetzt ja, das Interagieren innerhalb des Dortmund-Teams plus Dortmund-Trainings betrifft. Also man kann gerne mal unter ihm was anpassen, man kann offen mit ihm kommunizieren, sollte man ein bisschen was umstellen wollen im Training oder ja, er ist offen für Inputs, hat eine sehr gute Trainingsauswahl, was natürlich mit uns abgestimmt ist. Das spricht wieder sehr viel, dass er da sehr offen ist und mit uns auch sehr viel kommuniziert, was die Trainingsgestaltung betrifft. Und er macht das sehr gut, er hat einen super Schuss, was das Wichtigste ist. Und er ist ein guter Motivator. Die Bundesliga geht Mitte Februar weiter. Die letzten 4 Spiele des Grunddurchgangs versprechen einen spannenden Kampf um die Meistergruppe. Ich persönlich glaube sehr spannend, vor allem weil ja, einfach im Mittelfeld der Liga ist es extrem eng beieinander und jeder will natürlich in die Meistergruppe. Von den Mannschaften, die jetzt ja, ein bisschen weiter unten sind, die geben sich halt gerne ein bisschen, ja, unser Ziel ist einfach der Klassenerhalt, aber ich glaube, jeder will in die Meistergruppe, um einfach oben mitzuspielen. Da werden dann die Preise vergeben, speziell die internationalen Tickets. Und ja, ich glaube, es wird ein brutaler Fight und sicher cool zum Anschauen für die Zuschauer. Anhand der Auslosung kann man jetzt nicht so viel sagen, weil die Liga einfach extrem ausgeglichen ist, wie man eh tabellarisch erkennen kann. Deswegen glaube ich, spricht jetzt nicht direkt was für uns, weil jeder in der Liga eigentlich gegen jeden gewinnen kann oder verlieren kann oder für X sind auch schon passiert im Herbst. Und deswegen glaube ich, müssen wir einfach an unsere Leistungsgrenze kommen und dann mache ich mir da absolut keine Sorgen, dass wir da 12 Punkte holen vielleicht.